Arsène Wenger steht vor einem neuen Engagement. Die Bayern trafen sich wohl heimlich in Pavard. Und der HSV ist tatsächlich irgendwo Tabellenführer. Das ist die News des Tages. Und wenn das mal keine News sind, dann ist mein Name nicht Nico und es geht nicht los. Trainerposten bei Real Madrid, Sportdirektor bei PSG oder Zeugwart bei Eintracht Frankfurt. Es wurde viel darüber diskutiert, welchen Job Arsène Wenger übernehmen könnte, nachdem er nach knapp 645 Jahren beim FC Arsenal als Trainer ausschied. Und jetzt scheint es tatsächlich was zu geben, was handfest ist. Der 69-Jährige soll ab Januar Trainer des AC Mailand werden. Dort ist ja derzeit noch Gennaro Gattuso Trainer. So richtig glücklich ist man aber nicht, obwohl man derzeit Tabellenvierter ist. Gut, die Ansprüche sind wahrscheinlich andere. Und deshalb wird Arsène Wenger wohl, und es ist alles noch nicht offiziell bestätigt, im Januar den Trainerposten übernehmen. Es soll seit Wochen Gespräche zwischen den Verantwortlichen und den Franzosen geben. Wisst ihr noch, während der WM haben wir ganz gerne mal darüber gesprochen, dass Benjamin Pavard unmittelbar vor dem Wechsel zum FC Bayern stehen soll. Dann hieß es, alles in trockenen Tüchern, dann hieß es, so ein Quatsch, wir haben noch nie mit ihm geredet und dann war das Thema irgendwie vom Tisch. Ja, bis heute, denn es gibt neue Informationen und demnach soll sich der FC Bayern in Form von Michael Gerlinger, dem Hauptjustiziar des Rekordmeisters, während der WM mit Benjamin Pavard getroffen haben. Denn wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll sich Gerlinger am 26. Juni in Moskau, an dem Tag hat Frankreich gegen Dänemark in Moskau gespielt, mit Pavard getroffen haben und wohl auch schon konkrete Vertragsverhandlungen für einen Wechsel zum FC Bayern geführt haben. Dementsprechend kann man wohl sagen, war vielleicht doch die ganze Zeit was dran, hä? Freunde, alle ruhig bleiben, aber alle mal entdeckt, denn das hier ist keine Übung. Der HSV ist tatsächlich Tabellenführer. Das denke ich mir nicht aus. Der HSV ist Tabellenführer. Ja, gut. Man musste dafür erstmal in Liga 2 sein, aber man ist Tabellenführer. Und es noch lustiger ist, man ist direkt vor dem FC St. Pauli. Denn der HSV hat gestern das absolute Topspiel in der zweiten Bundesliga gegen den 1. FC Köln mit 1:0 gewonnen. In der 86. Minute traf niemand anderes als die Legende Pierre-Michel Lasogga. Der neue HSV-Trainer Hannes Wolf wurde daraufhin darauf angesprochen, dass er der erste HSV-Trainer ist, der jemals 3 Spiele ohne Gegentor geblieben ist. Und seine Antwort war, ja, gab ja auch noch keinen in der zweiten Liga. Recht hatte. Ist richtig. Ja, und beim 1. FC Köln, da darf man sich so langsam aber sicher ein bisschen Sorgen machen, denn ganz ehrlich, gut sieht das nicht aus, was die Kölner da spielen. Und dann ist auch heute wieder Champions League. Borussia Dortmund tritt bei Atletico Madrid an und Schalke bei Galatasaray. Und wenn ich sage bei Galatasaray, dann meine ich zu Hause. Aber wenn wir eines wissen, dann Gala-Heimspiele, Gala-Auswärtsspiele in Deutschland klingen wie Heimspiele. Also nicht wundern, wenn die Stimmung da heute brachial ist. Und zum BVB, meine Prognose, das wird die erste Niederlage des BVB in der Amtszeit von Lucien Favre. Wenn ihr anderer Meinung seid, dann bitte in die Kommentare schreiben, was redest du für einen Scheiß, @flo. Manchester City hat wahrscheinlich die beeindruckendste Offensive Europas in dieser Saison. Das ändert aber nichts daran, dass sie trotzdem weiter nachbessern wollen. Und zwar Nicolas Pepe, der soll im Gespräch sein. Ja, der junge Mann von der Elfenbeinküste ist einer der Shootingstars der Ligue 1 Saison. Der Mann von Lille hat in dieser Saison in 12 Spielen 8 Tore und 7 Vorlagen gegeben. Ja? Das ist eine ordentliche Hausnummer und dementsprechend ist die halbe Welt an ihm interessiert. Lille hat allerdings schon gesagt, ey, sogar für 100 Millionen Euro würden wir den nicht verkaufen. Ja, glaube ich jetzt mal so nicht, aber mal schauen, wie sich das entwickelt. Das war's für heute, Freunde. Bevor ich euch sage, welche Videos hier sind, sage ich euch aber, geht mal in unseren Community-Tab, denn wir planen für heute ein Q&A zu den Football Leagues. Also alle Fragen, die ihr zu dem Thema habt, einmal im Community-Tab unter dem letzten Post stellen und die werden dann heute Nachmittag beantwortet. So, jetzt aber. Hier findet ihr unsere Diskussion über den Fanboykott von Hertha BSC, Nico vs. Flo, und hier findet ihr den Fakt ist Bundesliga-Rückblick zum letzten Spieltag. Das war's für heute und wir sehen uns zur nächsten Ausgabe der Daily News.